20 cm Neuschnee, strahlender Sonnenschein und perfekt präparierte Pisten. Passender hätte man eine Skipartnerschaft hoch über Obergurgl-Hochgurgl wohl nicht besiegen können. Dave the Rocket Riding ist momentan eines der begehrtesten Skijuwele des alpinen Skizirkus. Was liegt da näher als eine Kooperation mit dem Diamant der Alpen? Das 31-jährige Slalom-Ausnahmetalent aus Großbritannien startet ab sofort unter der Patronanz von Obergurgl-Hochgurgl. Ein Glücksfall für beide Partner. Dave Riding ist der englische Slalom-Spezialist, überhaupt der Skifahrer derzeit. Und wenn es ihm wirklich gelingt, als Erster da ein Slalomrennen zu gewinnen, dann sind wir mit dabei mit der Marke Obergurgl-Hochgurgl. Auf der anderen Seite haben wir 25% unserer Gäste kommen aus Großbritannien. Das heißt, wir sind genau in unserem Markt vertreten. Was Besseres kann uns eigentlich nicht passieren. In Jena brillierte der mehrfach britische Meister beim Slalom-Klassiker in Kitzbühel mit dem zweiten Platz. Für die kommenden Rennen stehen die Zeichen auf Angriff. I have to sort some things out, but just to keep improving and stay fit and do what I can. Dank der Partnerschaft mit Obergurgl-Hochgurgl hat der Slalom-Spezialist nun die besten Trainingsbedingungen, die man sich für einen Olympiawinter nur wünschen kann. With the good skiing around here, all the variety of pace, I can train where I want and when I want. So it means we can get some consistent training here and hopefully it will show in my skiing. Unter den skiaffinen Briten ist das sympathische Slalom-Ass bereits jetzt ein Star. Yeah, the support's great. The race community is really strong and together. And they've always supported me. And I value it a lot. And when you don't have a good day, you still get a lot of support. So it's nice. It really helps. Egal wie die Saison verläuft, der nächste Aufenthalt Dave Ridings im Ötztal ist bereits fixiert. Bis 22. April sind die Pisten im schneesicheren Obergurgl-Hochgurgl geöffnet. In April, it's a real good time for us to, when we finish with racing, we can look forward to next season and already start testing equipment. So when we know the conditions here are going to be really good, for sure we come here and probably use 2 weeks of valuable training to prepare for next year already. So I look forward to that. And but first, I got to get through those races. Die Voraussetzungen stimmen. Für den nächsten Slalom vor Weihnachten in Madonna di Campiglio heißt es nun also nur noch Daumen drücken im Obergurgl-Hochgurgl. We'll be right back.